Herzlich willkommen, Leute. Es freut mich riesig, dass ihr wieder mal dabei seid bei Geralt und mir, wo wir gemeinsam Hexaufträge lösen. Und wir befinden uns jetzt vor einem Dorf, wie ihr seht, und wir haben einen neuen Auftrag. Hanna aus den Wäldern. Das hört sich schon mal richtig spooky an. Ich habe keine Ahnung, worum es hier gehen kann. Wir müssen mit dem Dorfältesten von Mittelhain reden. Das ist so eine kleine Siedlung. Und er wird uns da hoffentlich mehr sagen können. Was ist Hanna aus den Wäldern? Ja, natürlich habe ich einen Bärenaustausch. Ich bin selbst ein Bär und da tanze ich natürlich schon gerne auch ein Tänzchen. Nein, wir lesen mal wie immer in unserem Credo vor. In der Gegend um Mittelhain beschloss der liebe Geralt, sich umzusehen und herauszufinden, ob nicht jemand einen Hexer brauchte. Braucht jemand einen Hexer? Dies war tatsächlich der Fall. An einem Anstrengbrand fand einen Aussagen, dass eine Belohnung auf ein Monster namens Hanna aus den Wäldern ausgesetzt war. Geralt beschloss, der Sache sich anzunehmen. Nun gut, das machen wir auch. Wir reden mal mit den Verantwortlichen und der wird uns das sicher mehr dazu sagen können. Wenn ihr die letzten Folgen verpasst habt, wie gesagt, keine Sorge, ich haue euch in die Playlist rein, schaut euch durch und verfolgt gemeinsam, wie wir die Rätsel lösen. Dorfältester Bolko wird uns darüber mehr sagen können. Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern, die hast du ausgehängt, nicht? Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Keine Ahnung. Hanna halt, nicht? Ist die Frage, wer war Hanna? Meine Güte, die sind immer so spärlich mit ihren Informationen, die sie mir geben. Belohnung muss sein. Die Belohnung. Ja, also wie viel verlangst du? Na, schon ein bisschen was. Wie immer, auf 2,70 gehen wie immer. Meinetwegen, wie du willst. Na, sag ich doch. Alles klar, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hanna aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willen wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hanna aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Nee, da kennt, glaube ich, jeder so eine Dame, die überlebt einfach alles. Unkraut vergeht ja nicht. Von dem her, schauen wir mal weiter. Es ist eine abgeklatschte Sache hier. Und hier ist die Agneta, sie sammelt ja... Was sammelt die hier? Ich weiß schon ganz genau, was die hier sammelt. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hanna aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Okay. Es wird wahrscheinlich eine Erscheinung sein. Und Erscheinungen, wie wir es als Experten natürlich in Monsteraufklärung schon wissen, erscheinen entweder eine Mittagserscheinung, eine Nachterscheinung oder es gibt auch eine Dämmerungserscheinung. Bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, wir werden wahrscheinlich Geisteröl brauchen. Das haben wir schon mal geritzt. Okay, das ist alles so nah bei den Menschen. Schaut euch das an. Das sind 30 Meter, die arbeiten dort und da werden jeden Tag werden da Leute dezimiert. Das ist Wahnsinn. Und vielleicht liegt sogar noch dieser Willis hier mal dumm, der heute Morgen gefunden worden ist. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Okay, kann man dem folgen? Ein Stück Stoff, vielleicht von einem Kleid, ist am Unterholz hängen geblieben. Offenbar ist sie gerannt, deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen.
Wurde sie verfolgt? Das sehen wir mal nach. Oh nee. Da wäre ich jetzt schon wieder was. Ein Knurren. Ja, das ist aber ein bisschen weg. Ich glaube nicht, dass das bis da so weit weg ist. Ah, was haben wir hier? Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. Ja, das sieht man sogar ohne Hexersinne. Gott, was macht man mit einem Leichnam? Das ist jetzt wirklich ein tricky Fall. Also, es kann eine Erscheinung dann im Grunde nicht sein. Weil, warum sollten Erscheinungen, diese Geister können ja nicht. Man dummt sie ja, diese Leichen. Er hat den Weg bis zum Wald geschleift und hier vergraben. Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief? Ein Brief. Obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Ich weiß, dass du keine Angst vor Brokkoi hast, aber ich fürchte ihn. Er sagt, dass er mich liebt, doch das ist keine Liebe wie meine zu dir, sondern eine wilde, beängstigte Sorte. Brokkoi wird uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen fliehen. Leg deine Antwort an den üblichen Ort, deine zu. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Ah. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Und wie immer geht es um die Liebe. Die Liebe, der Verrat, wo zwei sich um eine Dame streiten. Das geht nie gut aus. Und ist noch nie gut ausgegangen. Sagt mir eine Geschichte, wo das gut ausgegangen ist. Okay, jetzt fragen wir mal den Ältesten. Und ich habe richtig gehalten. Es war wieder eine Erscheinung. Und wir sind ja schon fast Experten, was das anbelangt. Sei gegrüßt. Was willst du? Sula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, dass unsere Sula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Ja. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Alles klar. Das heißt, dieser blinde, kaltblütige Mord an der Sula hat dazu beigetragen, dass die Dame eine Erscheinung geworden ist. Ah, und hier treffen sich die Jungen. Alles klar. Hier treffen sich... Oh, das ist ja voll schön hergerichtet. Und da drüben gleich... Hören wir sie? Nee, die Wölfe gleich nebenan. Oh ja, zweimal in der Woche wird jetzt zwar jemand gefressen, aber alles easy. Aber was müssen wir tun? Wir müssen meditieren, damit unsere Schwalbe mal aufgefüllt ist. Wir müssen unser Inventar, unser Geisteröl rausholen. Wo haben wir es? Hier. Geisteröl am besten... Bereiten wir uns noch dahingehend vor, dass wir jetzt schon das Quenzzeichen wirken. Und danach haben wir hier unser Irdenzeichen. Und wir benutzen das. Leute, seid gespannt. Ihr habt keine Ahnung, was auf uns zukommt. Es wird eine Nachterscheinung sein, von dem her. Wird es ein bisschen dauern. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auf. Ja, da hat er vielleicht sogar recht. Meditieren. Okay, das ist jetzt schnell gegangen. Ah, es muss gar nicht Nacht sein, es reicht die Dämmerung. Au, wow, 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 da ist schon wer. Oh. Die sieht ja crazy aus. Hanna aus den Wäldern. Hallo, liebe Hanna. Oder Sula, wie du auch genannt werden willst.
Oh, die ist stark. Die hält richtig was aus. Also ohne Irden keine Chance. Boah, das ist echt eine starke Nummer. Sie ist jetzt nicht die schnellste. Absolut nicht die schnellste. Nur, wie viele gibt es denn von die? Was hat jetzt der gemacht? Komm wieder rein hier, komm wieder rein hier, komm, komm, komm. Oh, jetzt funktioniert. Was macht die hier dauernd? Wo ist sie? Wo ist sie? Wow, wow, wow. Nee, 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 nee. So nicht mit mir, so nicht. Ah, na klar, jetzt habe ich einen Alkohol getrunken, jetzt geht natürlich gar nichts mehr. Irden? Einmal kurz Inventar öffnen. Ich weiß, das sollte man also nicht machen, aber Öle, Geisteröl. So, wo ist sie, unsere Freundin? Komm her. Wow, wow, wow. Komm, 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 komm. Ist. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist die stark. Letzter Kampf, Leute. Letzter Kampf. Jawoll. So wird es gemacht. So nehmen wir auch eine Trophäe. Oh, das war ein echt harter Kampf. Aber ich glaube, wir haben den Fall wieder gut gelöst. Wir wissen, was passiert ist. Ein verschmähtes Liebespaar wurde aufgehalten von einem heimlichen Verehrer. Er wollte nicht, dass die beiden zusammenkommen. Und er hat sie kaltblütig in einer Nacht ermordet und in einem Feld vergraben. Und daraus wurde sie eine Nachterscheinung. Leider konnten wir den Fluch nicht brechen und von dem her mussten wir leider sie beseitigen. Ah, schlimme Sachen passieren hier.
Und nun werden wir der ganzen Sache ja ein Licht. Licht in die Sache bringen und mit dem mal sprechen. Sei gegrüßt. Was willst du? Anna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie besiegt. Puh. Und sie kommt auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Puh, Leute, das war einer der härtesten Aufträge. Hanna aus den Wäldern. Mich hat es auf jeden Fall wieder gefreut. Stufe 8. Sehr, sehr gut. Dass ihr wieder mal dabei wart. Und ich freue mich wieder aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Geralt mit den Hexeraufträgen. Lasst ein Abo und ein Like da. Lasst uns gemeinsam wieder mit Geralt durch die ganzen Scheunen fliegen, durch die Gräber wühlen. Alles egal. Hauptsache, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich wünsche euch was. Euer Gemmert. Ciao.